Hallöchen meine Lieben, ich habe heute mal wieder ein Do-it-yourself-Gesichtsmaskenrezept für euch. Und zwar geht es heute mal um das Thema Avocado-Gesichtsmaske für jede Haut. Da ist für jeden Hauttypen wirklich was dabei. Ein paar kurze Vorworte, ihr solltet nur eine reife Avocado verwenden, das sieht man an der Farbe. Die werden, wenn sie richtig schön reif sind, so richtig dunkelbraun, also fast schwarz schon. Und sind dann auch ein bisschen weicher, man erkennt das auch an dem Drucktest, wenn man so ein bisschen drauf drückt, die geben sehr leicht nach. Die Avocado ist die Frucht mit dem höchsten Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Sie beinhaltet sehr viel Vitamin A und B, welche die Haut stärken. Und sie sorgen für neue Zellbildung in der Haut. Das Fett in der Avocado pflegt die Haut, versorgt sie mit Feuchtigkeit, hält sie geschmeidig. Unzählige Mineralien in der Avocado machen die Haut elastischer und fester, deswegen ist es auch super für reife Haut geeignet. Und es wirkt entzündungshemmend und beruhigend, deswegen ist es auch super geeignet für Leute, die mit Pickeln oder Hautunreinheiten zu kämpfen haben. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine Rezepte, die unterscheiden sich je nach Hauttyp ein kleines bisschen, sind aber sehr einfach. Zuerst nimmt man sich eine Avocado, schneidet diese in zwei Hälften. Wir brauchen eigentlich nur eine Hälfte für eine Gesichtsmaske. Da ich eine Mischhaut habe, mache ich jetzt hier zwei verschiedene Masken. Und pro Maske brauche ich jetzt hier quasi eine Viertel Avocado. Wenn ihr nur fettige oder nur trockene Haut habt, nehmt einfach nur eine Schüssel und nehmt dann eine halbe Avocado. Das Ganze muss man dann etwas pürieren, man kann es auch einfach mit einer Gabel zerdrücken, aber ich mache es immer mit einem Küchengerät oder mit einem Mixer. Dann packe ich jetzt in jede Schüssel einen Teelöffel Agavendicksaft. Agavendicksaft hat ähnlich wie Honig eine entzündungshemmende und beruhigende Wirkung. Honig ist aber nicht vegan, deswegen Agavendicksaft. Und in jede Schüssel packe ich jetzt noch ca. einen Esslöffel Öl. Für fettige Haut nimmt man Distelöl, für trockene Haut nimmt man Olivenöl. Warum ich jetzt hier verschiedene Öle verwende, werde ich euch gleich im Anschluss nochmal genau erklären. Es ist nämlich wichtig, dass man nicht das falsche Öl nimmt. Für fettige Haut ca. einen Teelöffel frischer Zitronensaft. Das Ganze wird dann gut umgerührt. Und dann kann man theoretisch auch schon loslegen. Ich trage das jetzt hier mit einem Pinsel auf, ihr könnt es aber auch einfach mit den Händen verteilen, wie ihr wollt. Für die T-Zone nehme ich jetzt die Masse für fettige Haut und für die trockeneren Stellen die für die trockene Haut. Da es ein frisches Lebensmittel ist, sollte man die Maske komplett verbrauchen. Das Ganze lässt man dann 10 Minuten einwirken und spült es dann einfach mit lauwarmem Wasser wieder ab. Was ich gerade noch vergessen zu sagen habe, ist, bevor man die Maske anwendet, natürlich gründlich das Gesicht reinigen. Also ihr habt schon gesehen, die Herstellung ist relativ einfach. Um jetzt nochmal auf das Öl zurückzukommen, warum ich verschiedene Ölsorten benutzt habe. Olivenöl ist für trockene Haut sehr gut, es ist recht reichhaltig und pflegt die Haut. Aber wenn man schon eine unreine Haut hat, kann das die Poren verstopfen. Und allgemein sagt man ja Öl, um Gottes Willen, bloß nicht, wenn man fettige oder unreine Haut hat. Distelöl ist da aber ein kleines bisschen anders, deswegen benutze ich das halt für meine Mischhaut bzw. für die fettigen Hautpartien. Distelöl ist zwar, wie der Name schon sagt, ein Öl, aber hat eine sehr mattierende und entfettende und auch reinigende Wirkung, weil es einfach nicht tief in die Haut einzieht. Es zieht aber sehr schnell ein und vermindert damit die Eigenproduktion der Haut von Fett und Talg und ist damit sehr gut geeignet, gerade für fettige Haut. Andersherum würde ich für trockene Haut kein Distelöl empfehlen, weil hier der mattierende Effekt problematisch sein kann. Ich mache das immer, wenn ich Lust drauf habe, so sagen wir mal einmal im Monat circa. Man kann es auch alle zwei Wochen machen, man sollte es aber auch nicht übertreiben. Aber ja, ich würde sagen, so einmal im Monat mache ich das schon. Und ich finde, dass es die Haut auf jeden Fall sehr gut pflegt. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, das auszuprobieren oder vielleicht kennt ihr so eine Maske ja schon, dann könnt ihr mir ja gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Ihr könnt gerne mal Feedback da lassen. Hier oben verlinke ich euch jetzt mal mein letztes Video und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt. Dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal auf meinem Kanal sehen. Macht's gut, tschüss!